Hallo Leute und willkommen zu meinem Video über das Gliederarmband von Apple für die Apple Watch. Es wird hier einerseits ein ausführliches Review über dieses durchaus edle und hochwertige Armband geben, das aber einen heftigen Preis von 450 Euro hat. Nicht jeder will so viel Geld dafür ausgeben, deswegen zeige ich euch auch Alternativen. Eine eher einfachere Alternative für 40 Euro und eine sehr gute Alternative für aktuell 100 Euro. All das erwartet euch jetzt in diesem Video. Dieses Gliederarmband von Apple gibt es schon recht lange, genau genommen seit der ersten Apple Watch. Damals anfangs nur in Silber, später ist dann die Farbe Space Schwarz hinzugekommen, die ihr jetzt eben hier seht. Dieses Armband habe ich jetzt schon seit längerer Zeit und der eindeutige Eindruck, den ich inzwischen habe, ist, dass das ein durchaus spezielles Armband für die Apple Watch ist. Nicht nur wegen dem Preis natürlich, sondern vor allem auch im Vergleich zu allen anderen Apple Watch Armbändern, die mir bisher begegnet sind. Ein Gliederarmband bei einer Uhr ist ja eigentlich was ganz Klassisches. Und das Design bzw. die Interpretation, die Apple für dieses Armband gewählt hat, gefällt mir persönlich sehr gut. Aber das ist ja auch ganz klar Geschmackssache. Im Allgemeinen kann ein Gliederarmband eine Uhr noch hochwertiger und edler wirken lassen und das schafft das Armband von Apple meiner Meinung nach sehr gut. Die Kanten des Armbandes sind aus glänzendem Edelstahl, genauso wie das Gehäuse einer Edelstahl Apple Watch und das sorgt natürlich für ein sehr schönes Zusammenspiel gerade von der Seite. Ich habe hier die Series 6 in Graphit und das Armband eben in Space Schwarz, aber ich finde, das passt trotzdem sehr schön zusammen. Die Oberfläche des Armbandes ist hingegen eher so matt glänzend. Und was mir hier besonders gut gefällt, ist, je nachdem wie das Licht drauf fällt, ist es einmal mehr schwarz und einmal glänzt es dann deutlicher. Das verleiht dem Armband hier, finde ich, umso mehr diese edle Optik. Wie sieht es mit der Verarbeitung und der allgemeinen Qualität des Armbandes aus? Bei dem Preis ist die Erwartung natürlich besonders hoch. Und ich kann euch da ganz ehrlich sagen, in der Hinsicht ist es für mich einfach perfekt. Hier ist eine Präzision und Perfektion gegeben, wie man sie sich nur wünschen kann, denke ich mal. Also ich wüsste nicht, was da noch besser sein könnte. Tatsächlich sagt man über dieses Armband auch, dass wir hier eine Präzision und Qualität haben, wie man es von Gliederarmbändern von Luxusuhren kennt. Kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Experte für so etwas, ist zumindest die Meinung von einigen Leuten, die sich da in der Hinsicht auskennen. Diese Leute sind auch tatsächlich der Meinung, dass der Preis hier voll in Ordnung geht, denn andere Luxus-Gliederarmbänder kosten mindestens so viel, wenn nicht sogar deutlich mehr. Finde ich wirklich interessant, dass es auch solche Meinungen dazu gibt. Und da sage ich persönlich dazu, mag sein, vielleicht haben wir hier wirklich ein Luxus-Gliederarmband. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, es ist ein Apple Watch-Armband und kein Gliederarmband für eine Rolex oder eine andere Luxusuhr. Denn während das bei einer Luxusuhr vielleicht Standard ist, ist das bei einer Apple Watch dann doch eine eher spezielle Sache. Um das Armband auseinanderzunehmen, habe ich hier bei den Gliedern so kleine Knöpfe, da muss ich nur reindrücken, dran ziehen und das Armband geht dann an der Stelle auseinander. Das heißt, die Größenanpassung wird einem hier anfangs wirklich sehr leicht gemacht, ich kann das dann auch einfach so wieder zusammenstecken und dann eben insgesamt die passende Größe des Armbandes für mich finden. Für die Glieder, die dann übrig bleiben, die man eben herauslöst, ist dann übrigens so etwas beigelegt, da kann ich sie dann reingeben und darin aufbewahren. Da das Armband nicht so flexibel bzw. beweglich ist, muss man es auf beiden Seiten gleichzeitig reinschieben und dann genauso auch wieder rausnehmen. Es sitzt dann aber auch felsenfest drinnen und schließt natürlich perfekt ab. Wir haben hier eine sogenannte Faltschließe, wird auch gerne Butterfly-Verschluss oder Schmetterling-Verschluss genannt und es ist sehr bequem, dadurch das Armband zu öffnen und dann am Handgelenk zu schließen. Auch für diesen Verschluss gilt meiner Meinung nach, dass er perfekt verarbeitet ist, richtig gut sitzt, immer schön deutlich einrastet und sich dann aber auch umgekehrt mit einem einfachen Druck öffnen lässt. Den Tragekomfort bei diesem Armband sehe ich verhältnismäßig für ein Gliederarmband als sehr gut an. Ich trage das Armband etwas lockerer, gerade so, dass es nicht über den Arm rutscht, aber auch noch gerade so, dass es eben nicht so eng ist. Die Oberfläche fühlt sich sehr glatt an, angenehm auf der Haut auf jeden Fall. Und das Gewicht des Armbandes mit insgesamt 6 herausgelösten Gliedern, wie es bei mir jetzt der Fall ist, ist immer noch 15 Gramm höher als von einer Edelstahl Apple Watch. Für mich persönlich ist das aber jetzt hier keinesfalls ein Kritikpunkt. Für manche vielleicht schon, deswegen will ich es hier auf jeden Fall erwähnt haben, aber ich persönlich finde, dass so ein bisschen mehr Gewicht eine Uhr immer etwas hochwertiger und edler wirken lässt, einfach nur so vom Gefühl her. Es ist ja letztendlich kein schweres Armband, aber es ist ein deutlicher Unterschied gegenüber allen anderen Apple Watch Armbändern. Was ist also hier letztendlich meine persönliche Meinung zum Preis? So ein Gliederarmband ist in der Herstellung sicherlich deutlich aufwendiger als jedes andere Apple Watch Armband. Vor allem, wenn hier auch bei den einzelnen Gliedern und beim Verschluss für eine lange Haltbarkeit gesorgt sein muss. Daher finde ich, ein deutlich höherer Preis gegenüber einem 100 Euro Milanese oder Lederarmband von Apple geht meiner Meinung nach auch voll in Ordnung. Aber 450 Euro ist dann natürlich wiederum ganz schön heftig. Und die wenigsten werden wahrscheinlich so viel Geld für ein Gliederarmband für die Apple Watch ausgeben wollen. Deswegen habe ich jetzt für euch hier zwei Alternativen. Auf den ersten Blick erkennt ihr wahrscheinlich gar nicht mal, welches das von Apple ist. Ganz oben habe ich eine einfache Alternative für 40 Euro und ganz unten eine qualitativ sehr gute Alternative für aktuell 100 Euro.
Fangen wir mit diesem Armband an, das ich für aktuell 40 Euro auf Amazon gekauft habe. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren ganz oben. Das Armband hat eher ein etwas matteres Schwarz, immer noch einen gewissen Glanz, aber bei weitem nicht das, was das Armband von Apple bietet, wo ich ja schon gesagt habe, dass das natürlich besonders edel aussieht. Ansonsten sieht es aber sehr ähnlich aus. Drinnen scheint ein bisschen Silber durch, das heißt, das Teil drinnen ist einfach nicht gefärbt. Die Kanten sind genauso wie der Rest des Armbandes, die glänzen dann nicht noch extra. Und wenn das Armband so gebogen wird, dann liegen die einzelnen Glieder jetzt auch nicht perfekt aneinander. Die Glieder lassen sich nicht durch solche Knöpfe rauslösen, dazu habe ich Löcher an der Seite, wo ich mit so einer beigelegten Nadel reinfahre, auf beiden Seiten, dann kann ich das Armband an der Stelle auftrennen. Das gestaltet sich schon etwas mühsam, muss ich ehrlich sagen, auch um das dann wieder zusammenzubekommen, macht man aber zum Glück nur einmal am Anfang, hat dann letztendlich für mich soweit geklappt. Der Verschluss geht soweit ganz normal auf und wieder zu und hält dann auch ganz gut. Beim Zumachen hat man nicht dasselbe deutliche Feedback wie beim Apple-Armband, aber es geht zu und das passt dann letztendlich auch. Und beim Aufmachen muss ich manchmal hier ein bisschen fester reindrücken, damit beide rauskommen, aber soweit hat es eigentlich immer funktioniert. Das Armband sitzt jetzt hier auch nicht 100% perfekt, das heißt, es wackelt leicht hin und her und schließt jetzt auch nicht perfekt ab. Aber wir dürfen ja hier nicht vergessen, 410 Euro ist die Differenz zum Original. Ich denke, da geht das alles hier voll in Ordnung. Dennoch muss man hier natürlich sagen, es ist eine einfache, eher billige Version des Originals. Wer aber nicht mehr als 40 Euro ausgeben möchte, hat hier zumindest eine Option. Bei dem niedrigen Preis stellt sich dann natürlich die Frage, wie sieht es mit der Langzeithaltbarkeit aus? Dazu kann ich euch leider nichts sagen. Gut, dann kommen wir zu einer qualitativ besseren Alternative mit diesem Armband von der Firma Bluestein. Bluestein ist dafür bekannt, eine preiswertere, aber auch qualitativ gute Version dieses Gliederarmbandes anzubieten. Daraufhin habe ich mal mit Bluestein Kontakt aufgenommen und sie waren so nett und haben mir gleich alle drei Gliederarmbänder zur Verfügung gestellt. Ich sage auch gleich dazu, mir wurden hier wirklich nur auf meinen Wunsch hin die Armbänder zur Verfügung gestellt, damit ich sie eben mir mal ansehen und für euch testen kann. Das Armband kostet normalerweise 150 Euro, ist aber aktuell auf 100 Euro reduziert. Und es ist wirklich ein Armband, wo ich schon sage, das kommt richtig gut an das Original heran. Unterschiede gibt es hier aber dennoch, die werde ich euch jetzt auch genau zeigen. Zum Beispiel, dass die Oberfläche hier auch etwas matter ist, zwar auch mit so einem leichten Glanz. Das von Apple, das ihr jetzt seht, sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, aber im Licht hat es dann eben wirklich diesen schönen, edlen Glanz. Das ist einfach eine Spezialität dieses Armbandes. Ist aber vielleicht auch Geschmackssache, vielleicht gefällt einem das andere besser. Das ist ja jetzt nur mein persönliches Empfinden hier. Auch beim Armband von Bluestein haben wir diese kleinen Knöpfe, um das Armband an der Stelle aufzutrennen. Und ich muss schon sagen, das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut, nahezu so gut wie bei dem Armband von Apple. Manch ein Glied geht jetzt hier nicht so leicht raus wie ein anderes, aber im Großen und Ganzen hat es wunderbar geklappt und man macht das sowieso nur einmalig am Anfang. Die Kante des Armbandes ist so wie die Oberfläche, also nicht glänzend. Da kann man vielleicht auch sagen, dass das von Bluestein vielleicht besser zu einer Aluminium Apple Watch passt, durch diese mattere Optik, aber dieser Unterschied ist jedenfalls da. Mit dem Verschluss bin ich soweit auch zufrieden, auch der funktioniert genauso wie bei dem Armband von Apple, geht ganz normal auf, springt vor allem sehr leicht auf, da muss man gar nicht so fest reindrücken und geht dann auch wieder ganz normal zu. Das einzige, was mir auffällt, ist, dass man es komplett zudrücken muss, dass es dann auch wirklich in diesem Zustand bleibt, während man beim Armband von Apple nur von oben hinweg einfach das runterdrückt und dann springt es schon direkt rein. Ein sehr feiner Unterschied natürlich, Bluestein macht das trotzdem gut. Wir haben hier kein Silber dazwischen, das ist im Gegensatz zu diesem 40 Euro Armband komplett schwarz, ebenso wie es auch beim Apple Armband der Fall ist. Es ist doch insgesamt relativ gut und präzise verarbeitet, die Glieder liegen alle schön aneinander, das ist ein glatter Übergang, sage ich jetzt mal. Also kommt schon nah ran an das, was wir beim Apple Armband haben. Es lässt sich auch gut an der Apple Watch anbringen, rastet dann schön ein. Es wackelt nur ein bisschen hin und her, definitiv besser als bei dem 40 Euro Armband, schließt aber auf allen Seiten bis auf der perfekt ab. Hier haben wir nur einen kleinen Spalt, aber ich denke, bei dieser großen Preisdifferenz kann man über solche feinen Details hinwegsehen. Ich habe das Armband jetzt schon einige Male getragen und muss schon sagen, es gefällt mir wirklich gut, was man für diesen Preis bekommt. Wie schon gesagt, die Oberfläche, dieser Glanz, das ist wahrscheinlich der offensichtlichste Unterschied, aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen ja sowieso das besser, was Bluestein hier bietet. Und selbst wenn einem das von Apple mal grundsätzlich besser gefällt, dürfen wir ja nicht vergessen, die Preisdifferenz liegt bei 300 bzw. aktuell 350 Euro. Und so gesehen kann man, denke ich, über diese Unterschiede auch hinwegsehen. Zum Schluss komme ich jetzt hier noch zu einem Kratztest. Ich opfere jetzt hier von jedem Armband jeweils ein Glied und unterziehe es eben einem Kratztest. Schauen wir mal, wie gut die Oberfläche einer Münze, einem Schlüssel und einem Messer standhält. Dabei versuche ich möglichst kräftig mit der Münze über die Oberfläche zu reiben und wir sehen links beim Armband für 40 Euro hinterlässt es mehr Spuren als rechts beim Bluestein Armband. Hier hat es zwar auch Spuren hinterlassen, aber nur sehr leicht zu erkennen. Beim Armband von Apple wurde auch eine feine Spur hinterlassen, aber wir sehen, das ist deutlich besser damit zurechtgekommen.
Beim Schlüssel sieht es natürlich insgesamt schlimmer aus. Links das 40 Euro Armband hat es etwas mehr getroffen als rechts das Bluestein Armband. Auch bei dem von Apple ist jetzt ein deutlicherer Kratzer entstanden, aber auch da würde ich jetzt sagen, es ist wieder etwas feiner als bei den anderen Armbändern. Ja, und zum Schluss kommt das Messer dran, hier versuche ich auch möglichst das meiste rauszuholen. Und das Schema setzt sich aber letztendlich fort. Das 40 Euro Armband zerkratzt hier deutlicher als das vom Bluestein. Hier geht die Farbe einfach nicht so leicht runter wie bei dem 40 Euro Armband. Und bei dem von Apple sind es dann wieder die feineren Kratzer. Aber Kratzer entstehen, das heißt auch bei diesem Armband sollte man natürlich aufpassen. Wenn man da mal irgendwo anschlägt, wäre es natürlich sehr schade, wenn so etwas passiert. So etwas kann beim silbernen Armband natürlich nicht passieren. Zerkratzen kann es in gewisser Weise schon, aber da kann dann nicht das Silber durchscheinen, weil es ja eben schon von vornherein Silber ist. Und übrigens das silberne Bluestein-Armband auch sehr schön gemacht, gut verarbeitet, wirkt optisch sehr edel und kommt natürlich auch wieder an das Original gut heran. Also die Farben Schwarz, Grau und Silber stehen einem hier zur Verfügung und ich sag's nochmal, ich sehe es als eine wirklich gute Alternative zum originalen Gliederarmband von Apple. Wie also bereits gesagt, Link zu all diesen Armbändern, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren ganz oben angepinnt. Das sind also die drei Optionen, die ich hier getestet habe, jeweils eine Steigerung natürlich. Der Preis-Leistungssieger ist meiner Meinung nach das Armband von Bluestein. Die Unterschiede zum Original gibt es, keine Frage, qualitativ ist es sicherlich nochmal eine Steigerung, aber das bekommt man dann hier eben nur für einen heftigen Aufpreis. Ein Gliederarmband bei einer Apple Watch ist ja wirklich was durchaus Schönes. Etwas, das sicher auch vielen gefällt und etwas, das die Apple Watch insgesamt edler und hochwertiger wirken lässt. Andererseits ist das ja auch ein Armband, das man nicht unbedingt zum Sport oder zum Schwimmen tragen möchte. Und so qualitativ hochwertig und edel das Armband von Apple auch ist, finde ich es wirklich gut, dass es hier auch sinnvolle Alternativen gibt. Falls wer mit einem Armband von Bluestein oder vielleicht auch zufällig mit dem von Amazon Erfahrung gemacht hat, Langzeiterfahrung vor allem, da sage ich natürlich, schreibt eure Erfahrung gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.